Simon hat seinen richtigen Partner mittlerweile gefunden. Dann sind wir mal gespannt. Favoritensieg oder eine kleine Überraschung, was wird heute hier am Sonntag? Sonnigen Sonntagnachmittag bei Sand und Meer. Auslosung ist vollbracht. Sollte es Leute geben, die den Sport einmal ausprobieren wollen, gibt es natürlich die Möglichkeit, Schnuppertraining Montag 18:30 bis 20 Uhr und Freitag ab 17 Uhr. 11 von 4 Trainer bestreiten das Finale. Wer ein Schnuppertraining macht, wird auf alle Fälle in guten Händen. So, es kann losgehen. Erster Jakob und Clemens von Wendlauf. Super Ball vom Kevan, Ausgleich 1 beide. Führungswechsel 2-1, Simon Sauer gab der Kopf zur Stelle. Da war schon viel drin jetzt in diesem Punkt. 2:2. 1-1 Deckung auf Seiten von Jackie Clemens. Für alle, die es noch nicht so oft gesehen haben. Einer geht nach vor, der andere hinten. Der vorne deckt alle kurzen Bälle ab, egal welche Seite. Und der dahinter alles, was lang hineingespielt hat. Zwei Beine. Der Ball bleibt auf der eigenen Seite liegen. Idee war gut, aber der ist natürlich ganz schwer. Der zweite Ball über sich selbst, der Kopf diagonal kurz rein. Aber solche Bälle brauchen Sie, wenn Sie hier eine Chance haben wollen im Finale. Dann müssen Sie mehr ins Risiko gehen, das wissen die beiden natürlich. Schau, das ist nämlich 4-2, der rutscht ihm von der Brust runter, erkennt der Kevin auch sofort. Gibt auch die gleiche Entschuldigung an den Partner. Erster Seitenwechsel, plus 2 für Simon, für Jakob und Clemens. Ja, wie ist geil, ich
Und wie wichtig der Punkt war, hört man am Ausruf von Jakob Hoffmann Lauf. Das erste Mal eine 3-Punkte-Führung für ein Team in diesem großen Finale. Starker Ball! Ja, Clemens wollte da die Gegner überraschen, den zweiten als Angriff vorgetäuscht und dann wieder aufgespielt, aber sein Bruder war auch ein wenig überrascht. Trotzdem, 6:2. Team zu 2, komfortable Führung mittlerweile, plus 5 Punkte. Der Blick auf Court Nummer 3, Spieler Platz 3, auch dort eine 5-Punkte-Führung, 8:3 für Josef Dustan Benedikt auf Amella. Der Ball bleibt an der Netzkante hängen, 3:7. Den Lauf wird zum Alter gestoppt von Simon Makeva. Punkt, aber hoffentlich ist da dem Simon nichts passiert, er ist ein bisschen weggeknickt im Sand, hat dann auch kurz geschaut, wo das Loch ist, aber zum Glück anscheinend klimpflig ausgegangen, 8:3, finaler Punkt von Jakob Hoffmann. Der Ball ist im Aus. Simon und Kevin nehmen einen weiteren Punkt mit hinüber auf die andere Seite. 4:8. Super gemacht da von Jakob auf dem Mainlauf. Ganz unangenehmen Service, diagonal flach und dann auch mit der Netzkante gebremst. Den musst du dann erst einmal so wieder zu deinem Partner hinbringen, dass der überhaupt die Möglichkeit hat, ihn dir dann zum Netz hinzustellen. Ja, man sieht vier Gruppen in dem Fall, aber du darfst die Gruppen nicht gegeneinander spielen lassen. Netz hängen geblieben. Entschuldigung von Clemens, der wollte natürlich aufspielen, aber den Punkt nimmt man dann natürlich trotzdem gerne mit. 10:5.
Super verteidigt von Clemens. Checky, den muss er gar nicht so riskant nach vorspielen, sondern eher Richtung auf die Seite seines Bruders. Dann hätte das Ausspiel schon perfekt gepasst. 16. Servicefehler, doppelt W, ganz klar. 11-6. Schade, Falk hier zu fest angedrückt. Seitenwechsel bei 12-6. Bringen Sie diesen Vorsprung von 6 Punkten gemütlich ins Ziel zum ersten Satz oder kämen Sie immer noch mal wieder einen Kraftakt. Auf Platz 3 ist Matchball für Josef und Benedikt. Also es scheint, als würden Sie sich den Stockerlplatz hier beim Ranking-Turnier holen. Zu 6. 5 Punkte fehlen ihnen auch. Und drüben ist die Entscheidung gefallen. Applaus für Josef und Benedikt. Platz 3 beim Turnier. Szene des Tages, ganz bestimmt im Halbfinale der Sprint von Benedikt auf dem Wendlauf auf den anderen Court, um den Ball zu retten. Der Ball beim Aus, gutes Auge, denn ich glaube, Zuruf hat es keinen gegeben vom Checky, habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber Clemens, lass den durch. Ja, 8-14. Seitenwechsel. Bravo Giuseppe. Zweiter Ball gespielt von Clemens, 16-9. Er bleibt hängen und wir haben
Satzball. 17 zu 9 Applaus. Wir haben Satzball für Jakob und Clemens auf dem Rödelhof. Erster Satz im großen Finale hier heute bei der Anlage Sand und Meer. Und das war's, der erste Satz ist vorbei, geht an Jakob und Clemens Hoffmann-Wellenhoff.